im Twin Hooping Kurs haben wir neu gemacht. 5 Wege, wie wir von dieser Position, also beide Daumen sind oben, die Hände sind nebeneinander. Wir sind eingerahmt vom Isolationsreifen, so nennen wir den, auf die andere Seite kommen, in diese Position. Beide Daumen sind unten, wir sind noch vom selben Isolationsreifen eingerahmt. Nummer 1 ist, einfach nur unten einen Spin zu machen, also den Reifen nicht loszulassen und einfach nur unten hin und her zu drehen. Zweite Möglichkeit ist, unten eine Extension zu machen, also loszulassen. Kann man beide Varianten super hin und her üben. Dritte Variante war, den Reifen vor dem Isolationsreifen rüberzuschieben. Die Hände gehen zusammen und wir enden auf der anderen Seite. Vierte Variante ist, mit einer Art Barrel Roll rüber zu gehen. Hände bleiben auch zusammen erstmal. Hier wandern die zusammen zur anderen Seite. Bei der hinteren Hand wechsle ich halt, während ich das hier mache, so ein bisschen die Position der Hand. Also ich muss hier so ein bisschen rutschen lassen, den Reifen. Zurück. Und die letzte Variante war, mit einer Belt Weave rüberzukommen. Also hier hinter den Rücken fallen lassen, zack, zack. Rüber. Zack, zack. Kleiner Finger fällt zuerst und wir gehen rüber. Einmal die Variante von hinten. Nummer 1, einfach nur eine Drehung. Nummer 2, Extension. Nummer 3, lineare Isolation. Nummer 4, Barrel Roll. Nummer 5, Barrel Roll. Auf dem Rückweg haben wir immer gemacht, die Isolationshand macht einen Coinflip und die Wanderhand eine lineare Isolation. Also egal, welche Variante ihr macht, ihr könnt immer lineare Isolation und Coinflip hier kombinieren.
Los geht's. Also mit Spin. Mit Extension. Mit linearer Isolation vorne. Mit Barrel Roll. Ist schon die Seite schien für mich. Und mit Spell Relief. Spaß damit!